So. Und dann haben wir einen Anhaltspunkt. Wir brauchen ja Hunde irgendwas. Wie hieß denn das? Schellkraut? Nee. Nazia, Nieswurz. Wie hieß denn das Zeug noch? Irgendwas mit Hunde? Büschelkrautblüten. Wie hieß das? Hä? Hier sind Zungen, warte mal. Ah, hier, Hunde-Petersilie-Blätter. Das war das. Wie viel brauchen wir davon? Archespor. Spiel der Macht. Echos von gestern. Ne? Wo ist denn das? Kikimoro-Vertrag. Berengas Geheimnis. Wie schön und das Biest. Hier. Okay, erstmal brauche ich die Identität. Okay. Dann gehen wir mal zum Anleger. Anleger. Aber die sind einfach durch. Diesmal werde ich mich nicht... Was war das denn, ey? Diesmal werde ich mich hier nicht ablenken lassen. Scheiß mal auf diese komischen... Wie heißen die? Kikimoren. Das nervt total, ey. Ich weiß gar nicht, wie viel ich von diesen Dingern killen muss, damit das endlich... Damit ich da endlich mal die Knochen, ich glaube Knochen sind das, die ich da brauche, bevor ich die endlich mal bekomme. Dauert ja ewig. Und die Kräuter können wir ja schön gemütlich mitnehmen hier. Solange keine Gegner da sind, so wie jetzt. Schon vorbei. Die haben auch kein Durchhaltevermögen hier, die Gegner, ne? Ich kann echt besser weglaufen, als die verfolgen. Das ist echt gut. Ja, das ist ein Ort der Macht. Den brauche ich jetzt aber nicht. Denn wir wollen ja ganz gerne was anderes machen. Wir wollen ja... Carmen, die wohnte doch, was sagte sie? Gegenüber der Kneipe, glaube ich, war das, ne? Was wollt ihr? Ich will übersetzen, Digga. Bringt mich auf Zeit, ist gell? Ja, los, let's go. Jetzt fragt er nochmal. Kann's losgehen? Ja, natürlich. Wie viel Orens habe ich gerade bezahlt? Sonst hätte ich euch wohl... So, ich hoffe, der Alte steht hier, aber sieht nicht so aus. Wo ist Leuwaden? Irgendwas. Was? Hä? Wo ist denn jetzt Leuwaden? Ja, wahrscheinlich. Aber wir sind voll. Verflucht, ich hab Durst. Dann hol dir was zu trinken, Digga. Dann kann ich dir was geben, vielleicht ich hab Bier. Alles stinkt nach Fisch. Mach mal die Hose zu. Sedanischer Kaufmann, nee. Okay, Leuwaden ist anscheinend nur noch im Dings hier. In dem Händlerbezirk. Im Händlerbezirk war das, ne? Der gute Leuwaden. So. Wir müssen aber einmal in die Kneipe, würde ich sagen. Kalkstein. Wir wollen aber erstmal... Wo war denn das nochmal? Shit. Enderviertel-Tor. Vinzenz Posten. Schmied. Vivaldi.
Königliches Schloss. Kräuter, Kräuter, Kräuter. Bla, bla, bla. Sicherheitsposten. Da. Wir sind jetzt gleich nach rechts und wieder nach rechts. Okay. Tolle Idee. Ja, finde ich auch. Danke. Ihr bringt nur Ärger. Ich habe gar nichts gemacht. Warum sind die denn hier so? Ich werde es nie verstehen, ne? Das spiele ich nicht. Was kann der Schmied hier, ne? Macht's gut. Ne? Herr, darf ich? Wie ihr wollt. Okay, aber er hat halt auch nur Waffen und so ein Zeug, ne? Also nichts Besonderes tatsächlich. Wir brauchen einen richtigen Schmied, der unsere Waffen auch aufwertet. Armer Mann, arme Frau. Alles klar, da ist Carmen. Was? Wir müssen erstmal unsere Tasche ein bisschen leeren hier. Anschlagtafel. Was Seltsameres als diese Missgeburt habe ich noch nie. Wie unhöflich die sind. Gasthaus zum Harin Bären. Ein guter Schankwirt. Ah, weg, weg, weg. Salamandra-Zeichen behalten wir. Schmuck packen wir weg. Genauso wie Scheiße zu verkaufen. Zu verschenken, besser gesagt. Die Fette packen wir auch mal weg. Britannischer Kräuterlikör. Jo, alles klar. Ja, und die Kräuter hier unten, ne? Wir sollten noch mal ein bisschen was herstellen vielleicht. Verdammt, macht, was ihr wollt. Nee, das ist mir zu doof hier. Das ist mir dafür bezahlen, das ist halt. Da bin ein bisschen geizig. Der Tisch ist weg. Bestimmt, weil wir Boxfleisch umgebracht haben. Die Boxer sind auch weg. Vielleicht nicht. Sind die hier etwa nett geworden, oder was? So, Carmen. Dein Zuhause war gegenüber, glaube ich, ne? Hier. Hier ist aber gar kein Eingang. Seht ihr die Weibsen da? Ja! Ach ja, hätte ich doch nur Geld. Schon gehört, die sind schon wieder teurer geworden. So weit ist es schon gekommen. Carmen. Seid gegrüßt. Ihr seid wohlbehalten zurückgekehrt. Der Hierophant hat das Heilmittel für Lykanthropie preisgegeben. Aber ich muss den Namen eures Liebsten wissen. Ich verrate die Identität meines Mannes nicht. Lieber soll er ein Werwolf bleiben. Hoffentlich wird ihm eure Treue nicht zum Verhängnis. Nur mein Mann zählt jetzt noch. Wir warten. Wir könnten natürlich jetzt bis zur Nacht warten. Das wäre eine Möglichkeit. So. Kalkstein. Zum Haus des Zahnarztes? War das nicht erstmal Raimunds Dings hier? Das ist spannend. Des Zahnarztes ist neu. Raimund ist... Das ist doch hier bestimmt... Das ist doch hier bestimmt der Werwolf. Der Zahnarzt. Das war das nicht vorher Raimund? Der hier war? Ich glaube schon, ne? Ihr bringt nur Ärger. Warum sind die alle so gemein zu mir? Ich verstehe das nicht. Ich habe gar nichts getan. Das heißt, im Gegenteil, ich... Der Altersberg strahlte so hell, dass sie die Sünder blendete. Und seine Ritter waren einfach da. Bildschön. Schade, dass ich das verpasse. Ich will nichts mehr von Maakam hören. Okay. So, Vivaldi, und da müsste Kalksteins Haus sein. Ich weiß noch nicht so richtig, was ich bei Kalkstein soll. Was hatte ich denn für ihn?
egal, wir gehen mal zu ihm. Aber seine Tür war doch... Was war das? So, wahrscheinlich das Kalkstein. Ach, der ist doch noch im Turm, ne? War das nicht so? War das nicht so? So, gut. Das ist wohl ein Marker, den wir selbst gesetzt haben. Händlervierteltor. Wir müssen nach links und... Aber wir können hier jetzt auch einfach in die andere Richtung und dann hier rum. Zahin Schmerz. Wer ist Zahin Schmerz? Wer bist du? Seid gegrüßt. Seid gegrüßt, Zwerg. Zahn? Keine Schmerzen in den Zähnen? Schmerz. Zahin. Von Beruf Zahnarzt. Geralt von Riva. Hexer. Immun gegen Karies. Natürlich. Hexer töten Ungeheuer. Korrekt? Im Allgemeinen ja. Auch Zahnärzte. Aber eher selten. Ich bin nämlich Sammler. Ich sammle Zähne. Die Leute mögen euch nicht. Sucht ihr noch Zähne? Natürlich. Je seltener, desto besser. Ich zahle. Was mit ihm? Ich halte danach Ausschau. Vergesst nicht, es müssen keine Ungeheuerzähne sein. Ich bevorzuge einzigartige Exemplare, hinter denen eine Geschichte steckt. Ah ja. Hier ist der Kiefer eines Zementauren. Hier ist der Kiefer eines Zementauren. Kräftige Zähne, die Knochen zermalmen, um an das Mark zu kommen. Eine wahre Delikatesse für Aasfresser. 150 Orits. Oh, cool. Wie? Habt ihr Interesse an Flatterer-Fangzähnen? Flatterer? Sie haben Kanäle zum Blutsaugen. 100 Orits. Okay, er kauft Ungeheuerzähne auf. Das ist auch spannend. Aber okay, wenn er meint. Aber hier ist er überhaupt nicht. Das wird über. Achso, das hier. So, Spiel der Macht. Warte mal. Thaler lud mich ein, ihn in den neuen Nahkarot zu treffen. Jethro aufsuchen. Das machen wir mal. Wir suchen mal Jethro. Jethro ist im Stadtkerker. Das machen wir zuerst jetzt hier. Ich bin erschöpft. Ich bin ja so schlau. Ja. Das freut mich, dass du schlau bist. So, Jethro, mein Gutster. Wo haben wir ihn denn? Da. Ihr? Ach, der Junkie war das, ne? Stimmt. Worüber? Ihr werft mich nicht noch einmal in die Kloaken. Das läuft so. Ich gebe euch eine Aufgabe. Und wenn ihr euch weigert, landet ihr im Kerker. Spielt ihr gern? Ich schon. Spielen? Ich wette, ich kann euch die Nase abschneiden, bevor ihr nochmal niesen könnt. Oh, sind wir heute ein wenig gereizt, ja? Hört zu, ich weiß, dass die Leute mit den Salamanderabzeichen schon lange hinter euch her sind. Ich weiß, wo man sie finden kann. Regelt das mit ihnen und eure Probleme haben ein Ende. Und mir helft ihr obendrein damit. Wie hört sich das an? Gut. Wir werden sehen. Sagt mir, was ihr wisst. Die Salamandra haben den Drogenhandel so gut wie übernommen. Wenn sich ihnen niemand entgegenstellt... Warum sollte mich das kümmern? Die sind hinter euch her. Vernichtet sie. Holt euch die Informationen, die ihr braucht. Und kehrt hierher zurück. Oh, und nehmt sämtliche Drogen mit, die ihr findet. Klar. Als Beweismittel. Klar. Wo soll ich anfangen? Ein Informant sprach von einem Händler namens Angus, der etwas Pulver besitzt. Er arbeitet im Elendsviertel.
Wir müssen wissen, woher er seine Ware bekommt. Er ist häufig in der Taverne. Ah, okay. Angus. In der Taverne, ja. Jetzt ging, er hat gerade die Quest gestartet. Auch gut. So, wir gehen mal in die Taverne. Der Spur folgen. Archispor. Das können wir doch auch gleich abgeben. Wenn wir schon hier sind, können wir das auch gleich abgeben, Mensch. Bevor wir jetzt eine neue Quest hier noch anfangen. Das ist ja auch irgendwie Quatsch. Die schönen Fledermäuse liegen hier. Was wollt ihr? Da. Ich bin wegen der Anzeige hier. Richtig. Habt ihr die Säfte? Du klingst komisch. Ja, habe ich. Ich habe sie. Trefflich. Hier ist das Gold. Ja, weiß, was er damit macht. Der Aresport-Vertrag. Sehr gut. So, Spiel der Macht. Nein, der Spur folgen. Das machen wir jetzt nächstes. Da müssen wir hin. Komplett rumlaufen, naja. Aber egal, machen wir. Wenn wir schon mal hier sind, ab ins Elendsviertel. Nochmal. Aber kann ich nicht einfach hier auf die andere Seite? Ja, natürlich. Natürlich. Diese Klatschbase. Achso, das ist sie. Sie ist die Klatschbase. Ich wollte gerade sagen, das ist eine Pflanze. Aber ist es ja gar nicht. Ein doofes Spiel. Oh Mann, oh. Verdammt, was für eine Mist. Ah, Angus, da ist er. Wer seid ihr? Ist doch egal. Seid ihr Angus? Was zum Henker soll egal bedeuten? Schön artig, Arschloch. Wer unterstützt euch? Ich brauche ein paar Sachen. Wer sagt, dass ich Sachen anbiete? Boxfleisch. Das ist eine Nummer zu groß für euch. Ihr macht da einen schweren Fehler. Klar. Spuckt es aus. Wer sind eure Lieferanten? Leckt mich. Ich hau ab. Was? Ich sagte, schwert ab. Kind, geh weg. Angus, mein Bester. Wo willst du hin? Ich folge ihm einfach mal unauffällig. Ey, Beste. Ich bin voll der Detektiv. Ihr seid ein sturer Hurensohn. Das werdet ihr noch bereuen. Ich habe nicht gespeichert. Ich habe höflich gefragt und nichts bekommen. Vielleicht klappt es ja so. Hier, hier, ho, tschung, tschung, hey, hau, ja, tschung, tschung, hier, hier, da. Ist in die Tür gefallen. Oh, hier ist ein Empfehlungsschreiben. Der Spur folgen. Empfehlungsschreiben. Da. Der Inhaber dieses Briefes ist ein guter Kerl. Behelligt ihn nicht. Angus. Orte, Kloaken. Ach, schön. Ab ins Klo. Kaufmannsviertel. Dank des Freibriefes kann ich mich trotz des Notstands tagsüber auf den Straßen von Vizima aufhalten. Redanien. Redanien ist eines der nördlichen Königreiche. Es ist ein wohlhabendes Reich, das von Handel und Ackerbau profitiert. Seit Jahren führt es einen Zollkrieg gegen Temerien, seinen Hauptkonkurrenten im Norden. Das Land besitzt den besten Geheimdienst der Welt. Die Regierung Redaniens steht ganz unter dem Einfluss der Zauberinnen.
Okay, Quests. Der Spruch von der Lieferant. Der Lieferant ist wahrscheinlich in den Kloaken anzutreffen. Ja, dann gehen wir da hin. Ab ins Klo. Nee, warte mal, ich kann doch hier bestimmt plündern noch ein bisschen. Mensch, wenn ich schon mal hier bin. Mal zu futtern. Mal zu saufen. Hier nochmal hoch. Hier machen wir nochmal ein Fass auf. Da gibt es noch eine Silberkette. Oh, jetzt will ich mal was wissen. Nee, natürlich nicht. Wir speichern mal, bevor wir hier gleich irgendwie überfallen werden oder sowas. Das wäre ja richtig doof. So, wir müssen hier rum und ich glaube dann da runter, ne? Du sagst nichts. Er ist zu stark. Zieh ihm eins mit der Pfanne über und sag's deinem Bruder. Zieh ihm eins mit der Pfanne über und sag's deinem Bruder. Ich weiß es. Das tut mir leid, aber ich habe keine Zeit. Oh, bin ich mal gespannt, was hier unten auf uns wartet, ne? Da sind Ertrunkene, schön. Ich habe ihn mit meinem Silberschwert getötet, deswegen hat es so lange gedauert. Alles klar. Dann ist ja kein Wunder. Gesundheit. Das klang gerade satt, würde ich sagen. Da war jemand satt. Das ist doch was Schönes. Hä? Jetzt. Cool. Hackst du da was? Spinnt wohl. So cool bist du gar nicht. So. Du sollst natürlich erstmal den Weg auch finden, ne? Wo die sein könnten, ey. Seid. Lass dich doch nicht unterbrechen, Geralt. So, geht doch. Da weicht er einfach aus, der Hund. Da kommt ein Buhl. Das ist eine Feuerstelle. Ich glaube, wir müssen auch mal hier lang irgendwie, ne? Echt jetzt? Ihr Plätt.
plätschert doch irgendwas. Ein Auto. Ich glaube, was ist das? Das ist aber nicht da, wo wir hin sollen, glaube ich, ne? Gehen wir weiter hier lang. Ich glaube, da kommen wir nicht ran. Lang, ne? Was plätschert die denn so? Okay, dann nach rechts. Ein toter Soldat, ne? Okay, wir müssen hier lang. Genau, und dann nach rechts. Das war's. Gut. Schönes Wasser entzündet hier. Da hinten warten sie schon. Schönen guten Tag, die Herren. Das ist ein Privatgrundstück. Nein, ist es nicht. Verschwindet. Was befindet sich hinter dem Gitter? Das geht euch nichts an. Verzieht euch. Ach doch, irgendwie schon. Wieso seid ihr in den Kloaken? Wir sind Rattenfänger. Und jetzt verpisst euch! Verschwindet! Habt ihr nicht gehört? Was? Raus! Entschuldigung, ich hab dich nicht verstanden. Angus meinte, ich könnte hier ein bisschen Fistech abgreifen. Abgreifen? Seit wann hat er denn Freunde wie euch? Nennt mir das Passwort, sonst schnüren wir euch die Eier zu einem serikanischen Knoten zusammen. Oh, bitte. Lamedorn. Passwort. Ihr findet das bestimmt nur. Ja, doch, irgendwie schon. Ich mag Igni. Sterbt, Schwein. Ja, tu es. Temerische Stahlachs. Geht das Stier? Gehen wir da gleich mal rein. Und oh, hier ist ein Schlüssel. Banditenschlüssel. Das ist doch schön. Jetzt habe ich zwei davon. Gehen wir hier mal rein. Mal gucken. Wir sagen mal. Guck, guck. Schau an, wen haben wir denn da? Hexer Geralt. Angus schickt mich. Wen wollt ihr hier verarschen, Hexer? Ich, Digga. Ihr seid in eine Löwengrube geraten, Wölfchen. Ja, finde ich gut. Oh!
Bring dich um, Digga. Zack. Ganz einfach, Kollege. So, ein bisschen Fistake, paar Drogen. Das sind alles so eine ekelhaften Leute hier, ne? Wir gehen mal hier ran. Oh nee, was ist denn alles hier so verwinkelt? Oh Gott, ich bin schon wieder so voll mit Zeug, ne? Alter Schwede. Ach ja, so viel Zeug hier. Was soll denn das? Ja, wo kommen die? Warte mal. Hat der einen Hammer? Sterbschwein. Komm. Okay. Das war's erstmal, würde ich sagen. Ich esse mal was. Mal ein bisschen Platz sparen hier. Ihr wagt es, die Salamander herauszufordern? Einzeln so platt machen. Okay. Okay, dass das vielleicht der Gruppenangriff da hilft, aber tut er nicht. Ich hoffe, Leihwaden gibt immer noch ordentlich Kohle für diese Kackabzeichen aus. Haben die alle gepennt oder was? Bam, Digga. Und jetzt du noch. So, und? Bam! Reicht dann auch, ne?
Okay, Ohren gehen immer. Haben wir eine richtige Basis unten, ne? Krass. Ganzen Affen hier mit ihren Nachtschränkchen. Hier hat alles noch gepasst, das ist cool. Aber darf jetzt auch nichts Neues mehr dazukommen. Ansonsten lasse ich einfach Pfister hier. Was baut soll ich damit? 1 bis 7? 7 bis 15. Joa, nee, nehme ich nicht mit, ne? Ja, der Schal zum Beispiel. Was haben wir mit dem Schal, ey? Kakaobohnen. Kiste, kleine Schränkchen. Was? Oh, was haben wir denn hier? Temerisches Stahlschwert. 6 bis 13, 7 bis 15, nee, 6 bis 12. Nee, bleiben wir dabei. Was ist das denn? Wolfskopf, Trophäe. Der sich da einmischen muss hier, der Meuchler, ne? Ja, tue ich. Inventar ist voll, wer hat's gedacht? Eieiei, was sind das hier für Wege, ne? Ach ja. Ihr Schelme. Okay, das ist das Schlafzimmer von irgendwem hier, ne? Na, was soll's. Oh!
Dräng dich zurück, Kollege, hier mit deinem kleinen Hämmerchen, du. Bam, Digga. Das war's mit dir. So lübt das hier nicht, Leute. Hier unten in den Kloaken hocken und dann nicht und dann hoffen, dass der dass die Hamburger Wasserwerke hier nicht mal runterkommen. Ist ja unglaublich. Und wir fragen uns, warum die Scheiße nicht mehr wegspült. Okay, hier ist eine Karte. Haben wir hier noch? Nichts, wo kamen die denn eben gerade her? Chemiker. Nee, da gehen wir gleich mal hoch. Hier kommen wir hier lang? Nee. Der Spur folgen. Ich sollte mit Jethro sprechen. Okay. Aber wir haben ja auch was aufgenommen hier, ne? Brief von Gellert Blainheim. Unser Lager im Sumpf arbeitet nicht effizient genug. Wir erhalten nicht genügend Kräuter, um eine kontinuierliche Produktion von Fistech zu gewährleisten. Das muss sich schnell ändern. Es wäre am besten, wenn wir mehr Leute dort arbeiten ließen, doch jetzt zu anderen Dingen. Okay. Wir kommen hier hoch? Ja, wir kommen hier hoch. Sehr cool. Chemiker habe ich doch hier eben gelesen. Ja! Yo! Eine Fistech-Fabrik hier, wa? Starker Alkohol. Okay, wir werden mal was essen. Jetzt nimmt er das Bier mit, anstatt das Bessere. Ja. Jetzt noch ein bisschen strecken? Ich weiß, wir sind in Verzug. Jobs mich nicht, ich arbeite. Das ist nicht einfach, wisst ihr? Ich arbeite. Ich weiß, wir sind in Verzug. Jobs mich nicht, ich arbeite. Das ist nicht einfach, wisst ihr? Hier draußen redet mit Jethro. Jetzt kommt die Stadtbarriere rein. Meine Füße schmerzen. Ah ja. Okay. Da kommt einfach die Stadtwache hier noch reinspaziert. Auch gut. Was zu trinken wäre jetzt ganz schön. Ja, da hinten ist Fistech, Alter. Die Pflicht. Alles auseinandergenommen hier. Alles auseinandergenommen. Gute Arbeit, Hexer. Ein paar Leute sind gestorben, aber darüber sehe ich hinweg. Notwehr. Gut gemacht. Ohne ihresgleichen ist die Gemeinde besser dran. Und jetzt wieder zum Geschäft. Wo versteckt sich der Hersteller des Fistech? Gellert ist dafür verantwortlich. Schön. Ich werde Beweise und Drogen sicherstellen. Ha! Ha! Tschü! Natürlich nur zum Wohle der Allgemeinheit. Kümmert ihr euch um Gellert? Ausgezeichneter Plan. Vielleicht sollte ich einfach alle töten, die mit dem Fistech-Handel zu tun haben. Oder ich informiere Vincent, dass ihr Waren beschlagnahmt. Was habt ihr für ein Problem? Ihr habt doch, was ihr wolltet. Das ist auch der einzige Grund, warum ich überhaupt noch mit euch rede. Aber erteilt mir keine Befehle mehr. Ist das klar? Wie Kloßbrühe. Aber wir müssen uns noch um Gellert kümmern. Fistech, mach dein Gehirn weich. Ich erledige das. Macht euch bereit, Geralt. Macht euch um mich keine Sorgen. Ich habe meine Tränke. Ach, wie herrlich. Erhalten Schlüssel. Dann eben den hier. Hier waren drei. Alles klar. Ich meine, warum nicht, ne? Hm.
Geralt, Geralt. Oh, Geralt. Geht doch. War hier nicht irgendwo ein Lagerfeuer? Dann ist noch ein Fass. Ist hier nicht ein Ausgang? Ich glaube schon, ne? Ich glaube, hier war ein Ausgang, ne? Abgeschlossen. Oh, ne. Okay, da vorne links. Ah. Oh, diese ertrunkenen Nerven langsam, ne? Das sind immer so viele und das ist so nervig, weil die überall auftauchen. Da war sein Angriff ab. Oh, schon wieder drei. Oh Leute, echt. Hier! Oh, die Dinger nerven so, ne? Diese Ertrunkenen. Ich weiß gar nicht, was ich mit so viel Ertrunkenen gehirn soll. Es ist, glaube ich, abends, ne? Ja, so langsam.